Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten draußen. Willkommen wieder beim Movie Check. Der letzte Bulle steht heute an und da muss ich erstmal ein bisschen recherchieren, weil mir kam das irgendwie bekannt vor. Ich habe das eigentlich immer nur bei Switch Reloaded verfolgt, aber es gab ja tatsächlich zwischen 2010 und 2015 eine Serie auf Sat.1, die ebenfalls Der letzte Bulle hieß und tatsächlich, wer hätte das gedacht, der Film beruht auf dieser Serie. Ich habe die Serie nie gesehen, ich habe überhaupt keinen Plan, worum es darin geht. Natürlich habe ich mich im Vorfeld zu diesem Trailer ein wenig eingelesen, habe jetzt auch so ungefähr einen Plan, worum es geht, auch wie die Stiltechnik der Serie war und erwarte natürlich eigentlich, dass das eher so eine Art Fangimmick ist, dieser Film, so ein bisschen Fanservice liefern soll, ein bisschen so diese alte Zeit, wobei das sind gerade mal 4 Jahre, wieder aufleben lassen soll. Ich bin gespannt. Der Film hat immerhin auch 1,5 Millionen Euro von der Filmförderung gekriegt. Also nicht nur von der deutschen Filmförderung, sondern ich glaube auch von der Filmanstalt NRW. Ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich die Filmanstalt NRW war. Auf jeden Fall zwei Filmförderungsanstalten haben diesen Film subventioniert, insgesamt mit 1,5 Millionen Euro. Und ich bin gespannt, inwieweit dieses Geld tatsächlich dann auch, naja, gut eingesetzt worden ist. Der Großteil des Originalcasts der Serie kehrt zurück und jetzt schauen wir uns erst einmal den Trailer an. Let's go! Ich will da rein. Ich hab sie noch nie gesehen. Ja, weil ich 25 Jahre lang im Koma lag. Sie können hier nicht einfach so wieder anfangen. Warum nicht? Die Tests, die Sie absolvieren müssen. Entwickelt im Schritt. Das hab ich noch nicht erlebt. Mit Bravour bestanden. Sogar besser als die jüngeren Bewerber. Mental hat er auch deren Entwicklung statt. Stellen Sie mir jemand an die Seite, der diese Defizite ausgleicht. Das ist der Ex von Lisa. Das ist 25 Jahre her. Für ihn war das gestern. Baby, da bin ich. Du weißt schon, dass ich verheiratet bin? Der Gartenzwerg. Scheiße! Ein Vollblutpolizist. Schwer verwundet im Diensteinsatz. Ich muss das Schwein finden, das mir das angetan hat. Aus dem Spaß wird er wohl erlaubt sein. Sie sind so ein Idiot. Ich glaube ja nicht, wer Sie sind. Mit Briscoe und Kripo Essen. Ich habe nicht besonders viel Lebenserfahrung. Aber ein ganz gutes Bauchgefühl. Das unterscheidet auch gar nicht zwischen Ölaugen und Brillenschlangen. Sondern nur zwischen Arschloch und kein Arschloch. Und Sie gehören mit Sicherheit in die erste Kategorie. Schönen Tag noch. Okay, das ist ein richtig geiler portierter Trailer gewesen. Ich meine, 58 Sekunden, noch nicht mal eine ganze volle Minute und der bringt einfach das Wesentliche auf den Punkt. Genau so habe ich mir die Serie auch vorgestellt und ich glaube, ich habe da echt was verpasst. Ich glaube, ich habe da wirklich was verpasst, verdammte Axt. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, dieser Film wird auf jeden Fall quasi den Inhalt einer ganzen Folge übernehmen. Wahrscheinlich auch ein bisschen länger, außer natürlich zeitlich gesehen. Also eine Stunde 30 wird der bestimmt dauern, der Film. Und so rein inhaltlich scheint er auch die Story der ersten Folge der ersten Staffel von Der letzte Bulle aufzugreifen, weil da begann die Serie auch genau so. Also hier der Protagonist Briscoe, Mick, der wurde halt von hinten in den Kopf geschossen, ist dann aus dem Koma erwacht und muss sich dann quasi mit dieser neuen Realität auseinandersetzen, in der er sich quasi jetzt befindet nach dem Koma. Ja, und das scheint hier auch quasi getreu der bekannten Reboot-Ambition auch der Fall zu sein. Am 7. November wissen wir tatsächlich mehr und also, ich weiß nicht, ich glaube, mit ein paar Bierchen könnte ich mir vorstellen, diesen Film dann auch zu sehen, weil ich glaube, so macht ja auch Spaß. Es ist so ein bisschen proletenhaft, es ist so ein bisschen macho-mäßig. Also genau das eigentlich auch, was in der Serie primär gelebt wurde und ja, keine Ahnung, ich bin da einfach jetzt mal offen und lass mich überraschen, weil der Trailer, ich muss es ja echt gestehen, den fand ich schon geil. Vom Schnitt fand ich ihn cool und auch von diesen One-Linern und von den Gags kann ich mit leben. Ich erwarte jetzt nicht das Hochbrisanz-Kino, aber ich denke mal so, besser als ein Tatort-Off-Duty-Film wird dieser Film sicherlich werden können. Zumindest, glaube ich, spricht dieser Film so einen infantilen Humor an und damit fühle ich mich direkt angesprochen. Wie seht ihr das? Schreibt mir eure Meinung doch mal in die Kommentare. Habt ihr die Serie damals gesehen oder guckt ihr jetzt auch zum ersten Mal diesen Film, wenn er denn dann erscheint am 7. November? Geht ihr da ganz unbedarft rein oder wie ist das bei euch? Was habt ihr für einen Background, wenn es um die Serie und jetzt auch den Film Der letzte Bulle geht? In die Kommentare, ich bin raus und damit natürlich bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.